Echtheit. Hallo und herzlich willkommen zum Lexikon der Tugenden, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Heute geht es um Echtheit. Was ist Echtheit? Heute spricht man seltener über Echtheit, heute spricht man über Authentizität. Was früher als Echtheit bezeichnet wurde, wird heute als Authentizität bezeichnet. Man spricht, man muss authentisch sein, echt sein. Was heißt Echtheit in diesem Sinne? Natürlich, Echtheit ist auch ein Ausdruck aus der Physik. Wenn man rausfinden will, ist etwas echtes Gold, dann kann man das auf verschiedene Weisen rauskriegen. Man kann das Gewicht messen, man kann Spektralanalyse machen, man kann alles Mögliche anstellen, um die Echtheit von Gold oder von Diamanten oder Bergkristall zu testen. Oder in Indien, wenn man dort nach einer Rudraksha-Mala sucht, also einer bestimmten Art von Kette. Dort gibt es auch verschiedene Weisen, wie man die Echtheit überprüfen kann. Aber hier geht es ja jetzt nicht um diese Echtheitsprüfungen, sondern es geht um Echtheit als Charaktereigenschaft. Echtheit ist das Gegenteil von Scheinheiligkeit und ist auch das Gegenteil von sein Fähnchen nach dem Wind hängen. Echtheit heißt zum einen, dass du dir bewusst bist, du hast bestimmte Anliegen, denen du ehrlich folgen willst und ernsthaft folgen willst, die dir wichtig sind. Und Echtheit heißt dann auch, dass du diesen Anliegen auch folgst, dass du ihnen nachgehst, dass du das auch zum Ausdruck bringst. Und wenn du das sagst, dann stimmt es auch. Echtheit heißt auch, dass wenn du Anteilnahme nimmst am Leben anderer oder wenn du mit anderen liebevoll umgehst, du meinst es auch. Das ist diese Echtheit. Echtheit heißt auch, dass du nicht vorgibst, was du etwas vorgibst. Oder ich hatte vorher auch gesagt, nicht dein Fähnchen nach dem Wind hängst. Wenn die Mehrheit das gut findet, dann machst du das. Wenn die Mehrheit was anderes gut findet, dann wechselst du diese Meinung. Eine gewisse Echtheit heißt, du hast Anliegen, die wichtig sind. Du willst helfen und du willst inspirieren und du willst dich einsetzen, da ist Echtheit. Echtheit ist natürlich keine Starrheit. Situationen können sich ändern und so kann es auch sein, dass die Vorgehensweise sich ändern muss. Echtheit heißt jetzt nicht Sturköpfigkeit, aber dein wichtiges Anliegen bleibt, aber du hast eine gewisse Flexibilität. Echtheit heißt auch, dass du zu deinen Besonderheiten stehst. Man sagt, jemand ist echt, wenn er auch außergewöhnlich ist, wenn er nicht probiert, genauso zu sein wie andere, wenn er seine Marotten hat, seine Besonderheiten, seine Außergewöhnlichkeiten. Er steht dazu. Das ist auch eine gewisse Echtheit und authentisch sein. Authentisch sein und echt sein wird manchmal benutzt als Ausrede, um einfach zu tun, was einem in den Sinn kommt. Man mag sagen, es ist sehr authentisch, ja, loszuschimpfen, wenn einem danach ist und dann abzuhauen, wenn man keine Lust mehr hat, den Kram den anderen vor die Füße zu werfen, wenn man keine Lust hat. Ich meine, das ist nicht authentisch, das ist erst recht nicht echt, sondern das ist verantwortungslos und es ist rücksichtslos. Vielleicht ist es auch spontan, wenn man es positiv formulieren will. Aber Authentizität und Echtheit ist etwas, was tiefer geht. Es heißt durchaus auch eine Fähigkeit, oberflächliche Emotionen, Gefühle und Impulse und Wünsche kontrollieren zu können, weil einem echt und auch echt etwas anderes wichtiger ist. Man ist authentisch darum bemüht, etwas Gutes umzusetzen. Und man wird auch mal Emotionen haben, aber man wird und hat einen echten Wunsch, einen tiefen Wunsch. Auch das steckt in Echtheit dahinter. Echtheit ist ja auch besonders aus der Physik oder aus dem Handel wichtig, wenn es um wertvolle Dinge geht. Ist etwas echt? Man will die Echtheit prüfen. Auch wenn es darum geht, ist ein Mensch echt? Dann geht es, wenn man darüber spricht, natürlich vom Yoga her ist alles eine Illusion, Maya, aber alles eine Manifestation des göttlichen Brahman, je nach Standpunkt. Daher ist alles echt und alles gleichzeitig unecht. Aber wenn man vom Charakter spricht, jemand ist echt, dann heißt es auch, er hat hohe Ideale und ihm geht es um etwas Großes und er setzt sich dafür ein. Man kann auf ihn zählen, man kann auf ihn vertrauen.
Echtheit heißt auch, wenn er sagt, ich tue das, dann setzt das auch um. Wenn er sagt, ich werde dir helfen, dann hilft es auch. Auch das gehört zur Echtheit dazu. Ja, überlege selbst, wie du mit Echtheit ist. Wie du mit den Authentizität, Spontanität, Disziplin, Verlässlichkeit, Verantwortung, Selbstdisziplin, Echtheit umgehst. Inwieweit hast du hohe Ideale, inwieweit hast du Strategien, dorthin zu kommen, inwieweit können sich Menschen auf dich verlassen und wie weit verknüpfst du auch dein Verhalten mit tiefer Empfindung. Echtheit heißt eben durchaus Freundlichkeit, aber Freundlichkeit mit Liebe. Echtheit heißt auch, sich für etwas verpflichten, es dann aber auch umzusetzen. Echtheit kann aber auch heißen, mal Nein zu sagen, dann, wenn es nötig ist. Echtheit heißt aber auch, von der Tiefe des Herzens mit anderen verbunden zu sein. Und die tiefste Echtheit, die man haben kann zu einem anderen Menschen, ist, ihn in der Seele zu begegnen mit Liebe und Mitgefühl.